Auch die schönste Stadt muss mehr als nur eine Kulisse sein. Hinter den Fassaden sollen sich die Menschen wohlfühlen und die alten Gemäuer mit Leben füllen. Das Rote Haus in der Judengasse wurde in seinen Anfängen auf 1399 datiert. Der Verein Alt-Rotenburg hat es gekauft, saniert und als sozialen Wohnraum vermietet. Karin Bierstedt vom Verein zeigt, wie aus Alt und Neu eine moderne Atmosphäre entsteht. Ja, natürlich will man heute hier drin wohnen und es muss eine gewisse Helligkeit rein. Früher war es einfach dunkel, man hatte ja auch noch kein elektrisches Licht. Da war das vielleicht auch alles noch anders. In der Zwischenzeit legen wir sehr viel Wert auf Helligkeit. Das sieht man hier an diesen eingesetzten Glasscheiben auf beiden Seiten eingebaut in eine alte Türe. Oder auch, wenn man ein Stück weiter schaut, der Durchblick in das nächste Zimmer. Glas in historischen Türen und Fenstern, das funktioniert auch in der Küche. Die Küche ist ja sehr modern und kurz eingerichtet, erst vor einem Jahr etwa. Und hier auch wieder die Lichtdurchreiche, eigentlich ein altes Fenster und bringt hier auch nicht nur Licht, sondern im Sommer natürlich auch zusätzlich die Möglichkeit durchzulüften. Luft verschaffen auch die Gärten hinter den Häusern. Kleine Parzellen gehören oft zu historischen Immobilien. Die zweite Wohnung des Hauses schlummert noch im Dornröschenschlaf. Die Sanierung, das nächste Projekt für den Verein Alt-Rotenburg. Die Kosten 350.000 Euro, finanziert aus Spenden, Fördermitteln und Zuschüssen. Im Gräbengässchen nahe der Stadtmauer laufen die Sanierungsarbeiten an einem langjährigen Problemfall der Stadt Rotenburg. Viel hat nicht mehr gefehlt und das Haus aus dem 14. Jahrhundert wäre endgültig zusammengebrochen. Nun hat es ein privater Bauträger gekauft. Die Zimmerer sind spezialisiert auf die Instandsetzung denkmalgeschützter Bauwerke. Das marode Tragwerk wird in Maßarbeit repariert. Das alte Haus zeigt das Können der Handwerker, sowohl früher als auch heute. Also die Faszination ist auf jeden Fall vorhanden. Das alte Handwerk, das ist Leidenschaft, Kunst und Herzensangelegenheit, sowas wieder herzurichten und zu bauen. Braucht viel Übung, braucht Zeit, viel erkennen, was früher mal war und die Verbindungen so wieder herzustellen. Die Maurer haben einen Sockelstein rekonstruiert. Er wird den jahrhundertealten Balken in Zukunft stützen. Das marode Holz erzählt von der Geschichte des Hauses. Das Gewicht trägt längst ein Stahlträger. Arthur Reim hat die einstige Ruine für 60.000 Euro von der Stadt gekauft. Nun baut er hier unter den Auflagen des Denkmalschutzes drei Eigentumswohnungen. Besonders gefallen ihm die historischen Extras seines Bauprojekts. Unter dem Erdgeschoss ist das der Gewölbekeller. Ich habe einen exklusiven Gewölbekeller hier als Möglichkeit, meinen Wein zu lagern. Wir haben konstante Temperaturen in diesem Gewölbekeller. Ich kann Lebensmittel natürlich auch ohne Strom lagern. Noch vor Baubeginn wurden die drei Eigentumswohnungen verkauft. Mit diesen rund 1,5 Millionen Euro wird der Wiederaufbau bezahlt. Für solche private Investitionen in die Sanierung von Denkmälern erhalten die neuen Besitzer Steuervorteile. Bald ist das Haus bezugsfertig. Moderner Wohnraum mitten im altehrwürdigen Rotenburg. Der gewisse Stil, das so eine Immobilie mit sich bringt, das ist ein bestimmter Charakter, ein einzigartiger Charakter. Und das schätzen unsere Kunden. Und letztendlich müssen sie sich auch darauf verlassen können, dass die Immobilie zum Schluss auch genau dem entspricht, was wir vorher schon veräußert haben. Im als Baudenkmal geschützten Altstadtensemble von Rotenburg gibt es bisher keine Photovoltaik oder Solarthermie auf den Dächern. Auch bei der Modernisierung der Heizung müssen sich Architekten wie Andreas Konopatzki den Möglichkeiten des jeweiligen Denkmals anpassen. Hier sorgt eine Luftwärmepumpe für warmes Wasser im Heizsystem. Die Leitungen sind auf besondere Art und Weise verbaut. Hinter dieser Dachschräge sind lauter Heizschleifen im ganzen Haus, im ganzen Dachraum. Und wir haben quasi die Fußbodenheizung hier wie eine Wandheizung in die Dachfläche geklappt und haben damit eine ungeheure Heizfläche zur Verfügung bekommen und haben damit eine sehr große Behaglichkeit. Im Kaminofen integriert eine sogenannte Wassertasche. Vom Feuer erwärmtes Wasser wird zusätzlich eingespeist.
Das Herzstück der Luftwärmepumpe steht im Erdgeschoss. Hier muss ausreichend Platz vorhanden sein. Auf der kleinen Dachterrasse beansprucht der Verdampfer einigen Raum. Nach oben gerichtet sollen seine Geräusche kaum zu hören sein. Das Ziel des Architekten, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Die angenehme Seite sind die originalen Oberflächen. Die Dinge, in denen wir den Atem der Geschichte spüren. Das, was wir nicht heute im Kaufhaus kaufen können. Was noch echtes Handwerk ist. Wo wir jeden Pinselstrich, alles, was der Handwerker angefasst hat, genau spüren können. Und wo wir spüren können, wer in diesem Haus vielleicht schon gelebt hat, vielleicht schon gestorben ist. Alle Häuser haben Geschichte, alle Häuser sind beseelt. Und die alten Häuser ganz besonders. Nicht bewohnt, dafür öffentlich zugänglich ist der Röderturm. Der gemeinnützige Verein Alt-Rotenburg hat auch ihn saniert. Oben ermöglichen die Ehrenamtlichen eine einmalige Aussicht. Ein Blick auf das Leben im mittelalterlichen Rotenburg ob der Tauber, damals und heute.